fuck they nasty. I'm just trying to find you, 'cause I don't got no ties. We're running out of time, so I'll be home tonight. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Es ist tatsächlich schon 14 Uhr und ich habe den ganzen Vormittag über exakt das gleiche getan. Nämlich habe ich hier gearbeitet an meinem neuen Nebenjob. Dazu darf und möchte ich aber aktuell noch nicht so viel sagen, weil ich da erstmal schauen will, wie das Ganze für mich funktioniert und ob ich da wirklich dran bleibe. Aber auf jeden Fall habe ich dafür einiges gemacht und ich habe auch an eigenen Projekten gearbeitet und da sind auch ein paar Szenen für euch entstanden. Auf jeden Fall war es ein sehr erfolgreicher Vormittag und ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen, was hier in letzter Zeit so los ist, beziehungsweise auch an alle Neuen auf diesem Kanal erstmal recht herzlich willkommen. Ich bin Clara, 19 Jahre alt und studiere Social Media an der Internationalen Hochschule und da habe ich gestern tatsächlich meine Prüfung geschrieben, meine Klausur geschrieben in Digital and Mobile Campaigns. Dieses Modul hat mich ja jetzt schon sehr, sehr lange geplagt. Ich habe sehr, sehr lange mit mir rumgetragen, weil ich irgendwie nie so wirklich in diesen Lernmodus reingekommen bin. Ich habe die letzten Tage aber wirklich durchgezogen und habe meine Fallstudie abgegeben am vergangenen Donnerstag für interkulturelle und ethische Handlungskompetenzen und habe dann eben noch das ganze Wochenende durchgelernt, um am letzten Tag des Monats Januar noch diese Klausur hinter mich zu bringen. Und damit konnte ich insgesamt im Januar 3 Module abschließen, die jetzt lange, lange Zeit mit mir rumgetragen wurden, die ich sehr lange bearbeitet habe und bin darüber natürlich unfassbar froh. Ich bin jetzt auch insgesamt ein Modul zu schnell, also ich habe schon ein bisschen mehr geschafft, als ich eigentlich müsste. Und das trifft sich ganz gut, denn ich werde jetzt die nächsten 2 Wochen eine Pause von Uni machen, ausgenommen dem Skript von Social Media. Von Storytelling, das möchte ich super gerne noch bearbeiten. Und danach geht es aber erst am 14. Januar weiter. Und bis dahin fragt euch sicherlich, Clara, was machst du eigentlich? Diese Woche geht es eher so ein bisschen um meine persönlichen Projekte, über Content und vor allem auch um Vorproduktion, weil nächste Woche meine Schwiegereltern herkommen für ein paar Tage. Also mein Freund hat dann auch Urlaub und wir werden quasi die paar Tage gemeinsam zu viert verbringen. Und außerdem bin ich sehr stark auf der Suche nach einem neuen Nebenjob, beziehungsweise probiere da gerade einige Dinge aus. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen die üblichen Aufgaben, die halt immer so anfallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und hoffe, ihr bleibt dran. Every time you walk through the door, no matter how much you give me, always leave me wanting more, wanting more. I've been wasting my time on girls that ain't you, girls that ain't you. Eine ganze Ecke an Zeit vergangen und meine beiden Pakete sind hier. Auf das habe ich noch ein bisschen gewartet und mein Freund ist gerade da mit einem Kumpel. Deswegen haben wir jetzt erstmal entspannt Kaffee getrunken und da wollte ich jetzt nichts filmen. Und ich würde sagen, wir packen die beiden Pakete mal aus. Ich weiß zwar, was drin ist, aber ihr ja nicht. Deswegen, wir fangen an mit dem Thalia-Paket. Und zwar habe ich mir ein Buch bestellt, was gerade überall im Munde ist auf Bookstagram. Ich folge ja sehr, sehr vielen Buchaccounts. Und wollte dieses Buch jetzt auch unbedingt haben. Das ist letzte Woche erschienen. Ich hatte das schon vorher so ein bisschen ins Auge gefasst und habe mir das jetzt bestellt. Das hat ja einen rosa Buchschnitt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, der sieht einfach nur so aus. Aber tatsächlich habe ich mir jetzt auch Dunbridge Academy, den ersten Band, bestellt von Sarah Sprinz. Und schaut euch mal bitte diesen wunderschönen Buchschnitt an in der Erstauflage. Es gibt außerdem in der Erstauflage so eine Karte von dem Gelände. In diesem Buch geht es nämlich um ein Internat. Um genauer zu sein, geht es um Emma, die ein Auslandsjahr macht an einer schottischen Akademie, weil sie mehr über ihre Herkunft und ihre Familie herausfinden will. Ihr Vater ist nämlich damals dort, oder ich glaube, beide Eltern sind damals zur Schule gegangen. Und sie möchte jetzt ein bisschen mehr über ihren Vater herausfinden, weil sie ihn nie wirklich kennengelernt hat und trifft dabei aber auf den mysteriösen
auf den mysteriösen und wahnsinnig tollen Henry, auf den Schulsprecher. Und ja, zwischen den beiden kommen dann Gefühle auf. Ich habe die Leseprobe schon gelesen von diesem Buch, die war ganz, ganz fabelhaft. Und wenn ich jetzt dieses Buch so sehe, oh mein Gott, das ist so wunderschön. Ich hoffe, es hat einigermaßen viele Seiten. Ja, 450, das geht. Ich habe von Sarah Sprince schon ein Buch gelesen, was ich ganz, ganz toll fand und kann es deswegen kaum erwarten, auch Dunbridge Academy zu lesen. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier komplett verquatsche mit Büchern, kommen wir zu Paket Nummer 2. Das hat zu tun mit einer Sache, von der ich euch vor ein paar Vlogs erzählt habe, und zwar von der sogenannten Umschlagmethode. Das ist eine Möglichkeit, sein Geld auf verschiedene Umschläge aufzuteilen, was man monatlich so ausgeben möchte. Beispielsweise für Lebensmittel legt man sich was zurück, für Bücher, für Freizeit, für Restaurant, fürs Auto oder eben auch für seine persönlichen Sparziele. Und ich bin ja sowieso immer ein sehr organisierter Mensch und habe schon immer meine Finanzen gut aufgeschrieben. Und ich habe mir für dieses Jahr so ein Haushaltsbuch geholt, was ich auch nutze. Also ich zeige euch mal, wie das von innen aussieht. Es gibt dann quasi hier so eine Übersicht mit fixen Einnahmen, fixen Ausgaben. Dann kann man hier seine ganzen variablen Ausgaben eintragen und dann am Ende, zwei Seiten später, hat man hier nochmal so eine Zusammenfassung. Ich nutze auch die Seite hier immer für variable Einnahmen, weil es dann natürlich auch immer mal was gibt, gerade weil ich auch kein festes Gehalt bekomme im Nebenjob. Deswegen habe ich das sowieso schon immer sehr ausführlich gemacht und habe aber vor ein paar Wochen diese Umschlagmethode entdeckt, wo Leute das Geld eben konsequent aufteilen. Und dafür habe ich mir jetzt einen Monat später was bestellt, weil ich das nämlich bisher tatsächlich mit echten Umschlägen gemacht habe. Also das sind meine Umschläge, beispielsweise jetzt hier Shoppen, Lebensmittel, Freizeit habe ich einen Umschlag. Und da ist jetzt eben das Geld drin gewesen, was ich mir für bestimmte Kategorien zur Seite gelegt habe. Das ist dafür da, dass ich für die Dinge, die mehr Geld brauchen, wie zum Beispiel tanken oder essen gehen, beziehungsweise Lebensmittel, dass da ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht und ich quasi nicht zu viel Geld ausgeben kann und ich somit am Ende des Monats hoffentlich nicht ins Minus gehe, im Plus bleibe und vor allem auch für bestimmte Ziele spare, beispielsweise für einen Urlaub, für meine Reparatur am Auto. Ich habe ja ein sehr altes Auto, da ist es natürlich auch öfter mal der Fall, dass man etwas reparieren lassen muss. Und da habe ich mir einen Budgetbinder bestellt. Und zwar ist der hier in so einem Rosa und das ist A6-Format. Oder ja, A6 müsste das sein. Und da drinne, oh, die sind da gar nicht eingeheftet, ist dann hier quasi so Kartensteckplätze haben wir hier. Dann ist hier einmal so eine Ringbindung, hier ist auch noch eine Stifthalterung und dazu sind dann quasi hier diese ganzen kleinen Folien und in diese Folien, die haben hier auch so einen Zipper, kann man dann das Geld für die jeweilige Kategorie packen. Und ich freue mich total drauf, das zu füllen, weil der Monat hat ja heute auch begonnen. Ich habe gestern schon das Geld von der Bank geholt, was ich diesen Monat verplanen möchte. Und ich bin da jetzt schon richtig angekommen in dem Business. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich euch da nicht so viel zu zeige, weil ich meine Ausgaben aktuell jedenfalls nicht öffentlich machen möchte oder auch meine Einnahmen. Ich finde den Binder eigentlich total schön. Ich dachte auch nicht, dass der so lapprig ist. Ich dachte, der ist härter. Aber es gefällt mir eigentlich so ganz gut, würde ich sagen. Also ja, ich werde den mal befüllen mit meinen Umschlägen. Ich kann ganz viele tolle Kanäle auch empfehlen. Vielleicht schreibe ich euch noch mal ein paar unten rein oder in die Kommentare. Und ich bin jetzt so hyped. Ich muss jetzt wirklich erstmal mein Geld hier verteilen auf die Umschläge, weil ich da so Lust drauf habe. Der Tag neigt sich schon dem Ende. Und jetzt möchte ich euch noch einmal kurz meinen Budgetbinder zeigen oder Beine, wie auch immer man das jetzt eigentlich nennt. Auf jeden Fall dieses Heft, was ich vorhin mit euch ausgepackt habe, das ist jetzt ganz schön voll. Ich habe nicht so viele 5-Euro-Scheine, deswegen habe ich, also eigentlich hatte ich gar keinen, deswegen habe ich sehr, sehr viel Kleingeld in manchen Umschlägen drin und musste auch schon ein bisschen was wechseln. Aber auf jeden Fall, ja, sieht das jetzt beispielsweise so aus. Dann sind hier diese kleinen Techno, da ist dann immer das Geld drin. Ich werde euch jetzt nicht alles im Detail zeigen. Aber ja, ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache. Und ich freue mich irgendwie total, ja, dass ich jetzt auch endlich so einen Binder habe, weil ich, wie gesagt, schon seit einem Monat immer, ja, sowas beobachte. Und ich wollte euch aber noch kurz eine kleine Information geben. Das habe ich ganz vergessen heute. Und zwar fragt ihr euch vielleicht, wo mein Podcast hin ist. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir dachte im Dezember, wow, oh mein Gott, Podcast, total coole Idee, warum eigentlich nicht, da kann ich frei über Bücher reden, einfach so lang, wie ich möchte und es gibt sicherlich Leute, die das interessiert und ja, das stimmt, ich kann frei über Bücher sprechen und mir hören auch Leute zu, die das interessiert, aber ich habe keinen Spaß daran und ich möchte meine Zeit und meine Energie nicht in Projekte verschwenden, blöd gesagt, die mir am Ende keinen Spaß bringen und möchte deswegen nur die Projekte machen, wo ich wirklich mit ganzem Herz dabei bin. Und ich habe schon in den letzten Wochen gemerkt, obwohl ja nur 4 Folgen jetzt online waren,
dass ich mich Montagabend dazu gezwungen habe, diese Folge jetzt noch aufzunehmen, nur damit die Dienstagmorgen online ist. Und das ist am Ende nicht das, was ich unter Spaß und einem schönen Hobby verstehe, wenn ich mich da hinsetze, keine Motivation habe und mich dann dazu dränge, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das ist nicht der Sinn der Sache, das wird auch irgendwann mehr oder weniger auffallen. Ich möchte authentisch sein und mir macht es eben keinen Spaß, auch wenn ich es gehofft habe. Deswegen wird es wahrscheinlich hin und wieder das ein oder andere Buchvideo auf diesem Kanal hier geben. Ja, ich werde wieder Buchvideos hochladen. Nicht viele, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Es wird jetzt nicht jede Woche, jede zweite Woche, jede dritte Woche ein Buchvideo kommen, aber vielleicht ein bis zweimal im Monat. Und ich denke, für die Leute unter euch, die mir schon seit meiner Buchphase, seit meinem Booktube-Account folgen, für die ist das bestimmt eine schöne Option. Das nur als Information für euch. Ich mache mich jetzt gleich bettfertig, werde mich noch ein bisschen verkrümeln, werde vielleicht dann Bridge Academy anfangen, aber ich glaube es nicht, weil es ist echt spät und mein Kopf brummt ein bisschen, aber ich werde mir noch einige Budget-Videos ansehen, weil ich das eben so spannend und cool finde. Und genau, Tim geht jetzt sowieso schlafen, das heißt, ich gehe jetzt gleich einfach mit. Und dann sehen wir uns morgen nochmal wieder.